Das ist die SOFIA Lernwerkstatt für Philosophie und Ethik. Unsere interaktive Ausstellung lädt seit 2003 dazu ein, sich auf die Spuren abendländischer Denker zu begeben. SOFIA, die Weisheit, um welche Philosophen sich auf verschiedene Weise bemüht haben, wird in künstlerischen Objekten nahegebracht, die zum Anschauen, Nachdenken, Ausprobieren und Spielen auffordern. Der Pythagoras, Sie kennen den ja alle aus der Mathematik, der sagt, es geht gar nicht darum, woraus die Welt ist. Das Wesentliche ist nicht, woraus die Welt besteht, sondern wie sie geordnet ist. Das Wesen der Welt ist Zahl und Proportion und nicht Wasser oder Luft oder irgendwie sowas. Und das ist Pythagoras. Und bei ihm ist Zahl und Proportion, aber zugleich auch immer Musik und Ton und Klang. Das Schöne ist, also es gibt immer solche kleinen Geschichtchen, die man erzählen kann. Und hier beim Pythagoras, da gibt es gleich mehrere. Die eine geht also so, dass er eines Tages an einer Schmiede vorbeigeht und dort die Arbeitsgeräusche schon von draußen hört, die verschiedenen Klänge, und dann geht er rein und guckt sich das an und merkt, also die großen, dicken Werkstücke, also die Ambosse und die Hämmer und die großen Werkstücke, die machen tiefe Töne, bong, 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 und die kleineren machen ein bing, bing, und die ganz kleinen machen bing, 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 bing. Und dann sagt er, das muss ja irgendwie ein Prinzip sein. Jeder andere wäre vielleicht nach Hause gegangen und hat gesagt, na, so ist das eben und fertig. Und er wollte das genauer wissen und hat sich also ein Musikinstrument gebaut. Ich habe hier eine alte Kindergitarre verwendet, darum sind hier 6 Saiten dran, die ich in einem Dreiklang gestimmt habe. Aber der Pythagoras hatte ein Monochord, also mit einer Saite und einem verschiebbaren Steg. Aber er macht jetzt, wir können jetzt mit dem Ding genau dasselbe machen, was er auch macht, nämlich die Zusammenhänge zwischen Größe, also auf der einen Seite Mathematik, und Tonhöhe, also Musik, untersuchen. Und er stellt fest, ja, Mathe und Musik ist eigentlich fast dasselbe. Ne? Das ist hier der Ton. No, 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 wir nehmen mal diesen Ton. Und der entspricht der Länge 1. Wenn wir das jetzt hier mal als 1 definieren, diese 70 Zentimeter oder was das sind, dann fragt man sich natürlich, was passiert jetzt, wenn ich hier genau die Hälfte nehme? Was ist also der Ton? Der wird ja dann sicherlich so bleiben, wenn ich nur noch von hier bis hier klingen lasse. Was passiert mit dem Ton? Eine Oktave höher. Und wenn ich jetzt hier von wieder die Hälfte nehme, dann haben wir ein Viertel. Und was passiert? Natürlich dasselbe nochmal. Ja, das ist also dann die nächste Oktave. Also 1 und das ist 1/2 und das ist 1/4. Und jetzt gehen wir nochmal die Hälfte. Also selbst die Supersoprane würden Schwierigkeiten haben, hier hochzukommen. Aber kleine Kinder ohne Probleme, vollkommen klar, der Kehlkopf ist kleiner und offensichtlich gilt dieses Gesetz, dass was klein ist, im hohen Ton macht was größeres, im tieferen, nicht nur für Hämmer und Ambosse und Saiten, sondern auch für unsere Kehlköpfe und Stimmlippen und wahrscheinlich für alles. Das ist ja typisch Philosoph, dass wenn sie dann was entdeckt haben, dann sagen sie, oh, dann möglichst gleich alles damit zu erklären. Und bevor wir uns aber in das alles hineinbegeben, noch kurz zu den anderen Intervallen. Wir machen mal 2 zu 3, also 2 zu 3. Da, da. Das ist die Quinte, und 3 zu 4, das ist die Quarte, und die große Terz, das ist 4 zu 5, die kleine ist 5 zu 6. Und jetzt merken wir, aha, 5 zu 6 klingt ganz anders als 4 zu 5. Ne? Da, 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 ist mehr fröhlich, da, da, ist mehr traurig, gehört zur Molltonleiter. Also, 4/5 ist offensichtlich mehr eine fröhlichere Proportion als 5/6. Wir merken jetzt, die Zahlen kriegen auf einmal Charakter und Qualität bei Pythagoras. Na, da haben wir eben ganz entspannte oder gespannte, traurige oder fröhliche, harmonische, disharmonische, zum Beispiel die Septime. Das ist ziemlich gespannt. Ne? Wenn Sie irgendjemand so eine Septime spielen und damit beschallen, dann wird er irgendwann unzufrieden werden. Es sei denn, es ist so ein ganz moderner Zwölftöner, der braucht das. Aber von Mozart erzählt man sich die Geschichte, als er kleiner Junge war
und seinen Vater manchmal ärgern wollte, der war ja ziemlich streng zu ihm als Musiklehrer, dann hat er Folgendes gemacht. Er hat also in der Grundart angefangen auf dem Klavier zu improvisieren und der Alte lag vielleicht schon im Bett und wollte schlafen und der kleine Mozart hat also und Sie wissen ja ungefähr, wie Mozart klingt und aufhören tat er dann mit dieser Septime. Und wartete, was passiert. Und da können Sie sich vorstellen, wenn der Alte da in seinem Bett lag und hatte diese Tonart jetzt drin und dann wird mit der Septime aufgehört und dieser Ton wird nicht aufgelöst, unmöglich einzuschlafen. Da musste aufstehen, sich ans Klavier setzen und das Auflösen sorgt habe. Na, 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 na. Und dann konnte er wieder einschlafen. Und jetzt, wenn wir uns jetzt das anschauen, was hier steht bei der Septime, 8:15. Stellen Sie sich das mal als Bruch vor. Oben steht die 8 und unten die 15. Das schreit natürlich danach, dass man dort 8:16 draus macht. Dann können wir nämlich kürzen, haben wir 1:2 und dann können wir wieder einschlafen. Das stimmt. Nur, also diese Zusammenhänge sind, wie gesagt, seit Pythagoras schon bekannt. Und Leibniz hat es dazu verführt zu sagen, Musik hören sei wie unbewusstes Zählen. Natürlich ist es schwierig, unbewusst zählen, wie soll man sich das vorstellen? Aber irgendwie in die Richtung muss es gehen. Es ist auf alle Fälle kein bewusstes Zählen, wenn wir Musik hören. Viele Leute kennen diese Zusammenhänge überhaupt nicht und merken aber, wenn ein Ton schief ist oder wenn er stimmt. Vielleicht könnte man so sagen, dass die Musik nichts anderes ist als Mathematik, aber von innen angeschaut oder angehört. Oder umgedreht, Musik ist eigentlich nur Mathematik ist Musik, aber eben nur äußerlich betrachtet. Also wir sehen schon, da wird es schwierig mit unseren Bildern. Auf alle Fälle, es hängt irgendwie zusammen. Jetzt gucken wir mal weiter, wie der Pythagoras die ganze Geschichte ausweitet. Er geht jetzt nämlich wirklich in den Kosmos. Und sagt, da die ganze Welt mit Abständen und mit Größenordnungen zu tun hat, muss, da alles also in solchen Abständen eingeteilt ist, muss eigentlich alles einen Ton haben. Und vor allem natürlich die Planeten, die sich alle schön regelmäßig um die Erde bewegen. Bei ihm ist die Erde also nicht mehr eine Scheibe wie bei Thales, sondern die Erde ist schon eine Kugel. Man sieht hier also die Erdkugel in der Mitte und, jetzt kommt die Sonne herein, das Zentralgestirn, genau, weil wir gerade von Planeten sprechen, die ist natürlich damals noch nicht im Zentrum, sondern also bei den meisten Pythagoreern ist die Erde im Zentrum oder so eine Art Zentralfeuer und Gegenerde, also das sind unterschiedliche Vorstellungen. Bei Pythagoras selber ist es also so, der Erdenton ist dieser und um die Erde schwingt der Mond in einem geringen Abstand, das ist dieser Ton, dann kommt der Merkur und die Venus, dann in der Quinte die Sonne, der Mars und der Jupiter und der Saturn. Und dann warten Sie vielleicht auf die anderen Planeten. Aber die kannte man damals noch nicht. Ne? Dann kommt nämlich gleich der Fixsternhimmel. Die ganze Welt ist in einer Oktave geordnet. Wir können auch wieder zurück vom Fixsternhimmel zum Saturn, zum Jupiter, zum Mars und zur Sonne und zur Venus, dem Merkur, dem Mond. Und dann sind wir wieder auf unserer geliebten Erde angelangt. Das Wesen der Welt ist eigentlich die Zahl. Mhm. Es gibt dann später noch andere Denker, die haben das dann, also hier haben wir ein bisschen ein anderes System, weil man die neuen Musen zuordnen wollte. Später in der Renaissancezeit hat man dieses Prinzip übernommen und dann auch noch auf den Menschen ausgedehnt. Also in drei Oktaven ist das die große Welt mit den Elementen und den Planeten und die kleine Welt des Menschen, der Mikrokosmos. Da könnten wir jetzt auch von unten nach oben gehen. Der Mensch mit Geist, Seele und Leib. Die drei Dimensionen sind in drei Oktaven und der Kopf steht natürlich für das Geistige. Die Seele hier mit dem Herz, mit dem Rumpf, wo die Gefühle sind und der Unterleib steht für das, was materiell ist, auch am Menschen. Und der Mensch ist aus Erde, Feuer, Wasser, Luft gemacht. Drum ist also die unterste Oktave aus diesen Elementen, wo es um seinen Körper geht. Der Grundton, die Erde, das Wasser, und zwar unterteilt in Salzwasser und in Süßwasser. Dann die unteren Lüfte, die mittleren Lüfte, die oberen Lüfte und dann das Feuer. Da merken Sie natürlich, die haben ein bisschen getrickst. Eigentlich
vier Elemente, wie sie in der damaligen Physik waren. Und man wollte aber die Oktave haben und dann hat man eben die Luft zweimal unterteilt und das Wasser einmal. Es muss ja irgendwie ins System passen. Das ist so, wie das heutige Physiker im Prinzip auch machen. Ne? Dass das nicht mehr die Oktave ist, sondern diese Symmetrien, die da immer gesucht werden. Ne? Also Wissenschaft läuft immer so auf der einen Seite Beobachtungen, auf der anderen Seite ein spekulatives System, in dem man versucht, die Beobachtung einzupassen. Und hier bei denen geht es dann also weiter mit der psychischen Oktave. Und also beim Menschen mit den, sagen wir mal, den Grundcharaktere der Psyche und im Himmel ist das jetzt das Reich der Planeten vom Mond bis zum Saturn. Sie kennen ja den Gedanken aus der Astrologie, dass also das Innere am Himmel wiedergefunden werden soll. Und da haben wir nämlich mit dem Mond zum Beispiel den Charakter der Wechselhaftigkeit. Also die Charaktereigenschaft im Menschen, ne? Launisch, der Mond ist ja auch ständig wechselnd, ne? Von seiner Gestalt her. Der Merkur, das ist der Charakter des Geschäftsmanns, des Händlers. Ne? Der hat die kleinste Umlaufgeschwindigkeit, also die größte Umlaufgeschwindigkeit. Dreimal im Jahr fast ist er rum und bleibt immer in der Nähe der Sonne. Also er tanzt immer ums Gold. Ne? Das ist der Geschäftsmann. Man kann sich zum Teil richtig gut nachvollziehen, wie diese Zusammenhänge entstanden sind. Dann kommt die Venus, ne? Der schöne Morgen- und Abendstern. Das ist also die Göttin der Liebe und Schönheit. Es sind wieder die Götter, ne? Aber sie sind jetzt eben mehr psychologisch-mathematische Prinzipien, die zugleich am Himmel zu sehen sind. Ne? Es ist nicht mehr so mythologisch. Ne? Es bleibt sozusagen immer nur noch jetzt eine Grundeigenschaft über. Die Sonne, nämlich die Erleuchtung, die Wissenschaft, der Mars, der Krieg, der Kampf, ne? Rot, Eisenoxid von seinem rötlichen Licht her. Jupiter, der größte von allen Planeten, das Thema des Herrschens und des Königtums. Und Saturn. Und das ist der, der das Sonnensystem abschließt und darum steht er für den Tod. Ne, mit der Sichel dargestellt oder mit der Sense, dem griechischen Kronos entsprechend, der also alles wieder zum Tod hinführt. Jetzt könnte man noch die ganzen alchemistischen Zusammenhänge, das machen wir aber nicht, darstellen. Denn wir müssen noch schnell die geistige Oktave ansprechen. Voluntas, den Willen, Ratio, den Verstand, Intellectus, die Vernunft. Mensch, der Geist insgesamt, Spiritus Sanctus, der Heilige Geist, Verbum, das Wort und Deus Pater, Gott Vater. Aha, jetzt merken wir, jetzt sind wir im Christlichen gelandet. Denn hier, wir sehen auch den hebräischen Gottesnamen, die christliche Philosophie oder sagen wir Teile der christlichen Philosophen haben das Prinzip von dem alten heidnischen Pythagoras übernommen, nämlich dass alles aus Zahlen gemacht ist, aber Gott hat das gemacht und er hat die Welt geschaffen, mit mathematischen Mitteln. Manchmal ist es ja auf Darstellungen richtig zu sehen, wie er den Zirkel in der Hand führt und die Erde sozusagen konstruiert oder mit Richtscheit und Lineal und so weiter hantiert. Die Welt ist aus Zahlen gemacht, aber Zahlen, wie gesagt, in diesem Sinn von Pythagoras sind immer Töne und Qualitäten und Charaktere. Es ist nicht so die Welt, wie sie, die mathematische Welt, wie wir sie uns vorstellen, wie sie von René Descartes geprägt ist mit seinem Koordinatensystem, sondern hier sind die Zahlen eigentlich noch wie eigene Wesen, die sich unterscheiden und Charakter und Qualität haben. Und damit versucht er wirklich alles zu erklären.